Seid gegrüßt von hier, ist der Epiray. Es geht weiter mit Pokémon XD. Und eben gerade ist uns leider das Mobile weggelaufen, das wir suchen sollten. Wegen einer Mail von einer, die ein Buch über uns schreiben will. Und ein Pokémon ist bereit zur Erlösung. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zu diesem Interview, weil uns jetzt nichts Besseres einfällt. Hast du irgendwas unten gefunden? Jo, ich werde jetzt erstmal nach dem zu dem Mädchen gehen oder zu der, die das Interview machen will. Ach, keine Ahnung. Werden wir mal gucken. So. Gehen wir mal dahin erstmal. Wenn wir schon zu einem Interview gebeten werden, warum denn nicht? Oh. Wer bist du denn? Halt, hier kommt keiner vorbei. Team Krall. Team Krall. Wahrscheinlich soll das japanische Schriftzeichen da hinten Krall heißen. Auf den hier im Rücken. Was? Ihr habt doch einen Schlaf weg. Die haben mir meine Krallmaschine geklaut. Jetzt geht's rund hier. Da gehe ich auch sofort hin, den trete ich sowas von in den Hintern. Das glauben die nicht. Den gebe ich gleich mal meine Krallmaschine zu klauen. Die hole ich mir jetzt wieder. Ihr doofen Typen, ihr. Ich will ja jetzt keine Schimpfwörter nennen. Aber jetzt geht's rund. Niemand klaut mir meine Krallmaschine. Ich laufe jetzt einfach mal sinnlos in die Wüste. So. Jetzt geht's rund. Team Kralle, ich komme. Zu euch. Muss man das kennen. Oh, da gibt's jetzt einen Kampf. Team Kralle Zap. Von mir. Oh, wir setzen ihre Plan. Und Sengo. Kryptoschlag. Miraplast down wahrscheinlich. War klar. Das war wohl nichts, würde ich sagen.
Zug zu eurem Versteck. Willst du jetzt auch gegen mich kämpfen, oder was? Der will's wissen. Jetzt reicht's mir. Sengo und Dodo. Ah, stimmt ja, ich kann das Sengo mir jetzt nicht krallen. Jetzt darf ich auch mal ein Pokémon, ein Krypto-Pokémon downhauen. Juhu! Ein Krypto-Pokémon. Das Blöde ist, ich habe keine Krallmaschine. Ich kann jetzt keine Pokébälle auf den werfen. Hat keinen Zweck, du hast keine Krallmaschine, um sie zu krallen. So, dann werden wir es eben auf die harte Tour machen. Und den jetzt erstmal in seine Schranken weisen. Au, Sengo wird übelst reinhauen. Das dachte ich mir. Tut mir leid. Mein Sengo hat sehr hohen Angriff, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Sengo ist auch so ein Pokémon, was ich sagen würde, das würde ich trainieren. Ja, Sengo mache ich jetzt erstmal fertig. Muss aber gucken, was er jetzt nebenbei neben Sengo noch einsetzt. Kanivana. Okay. Feuern wir einen Eisstrahl und eine Finte auf Sengo. Das Kanivana kann man ignorieren. Kacke, ist das schnell, muss ich mal nebenbei erwähnen. Und sogar schneller als Hundemann ist, muss schon einiges an der Initiative haben. Für ein Level 28er. Friss Sengo. Und wen hast du noch? Vipitas. Sengo und Vipitas. Ah, jetzt habe ich wieder was vergessen. Jetzt muss ich Revue passieren lassen. Sengo ist ein normaler Pokémon ohne Entwicklungsstufe. Kanivana ist ein Wasser- und Licht-Pokémon mit Entwicklungsstufe und Tohaido. Vipitas ist ein Gift-Pokémon. Das erste Pokémon habe ich gerade total vergessen. Ja, ich habe es wirklich total vergessen. Wenn ich versuche, muss mir gleich einfallen. Oder sollte. Ach egal, jetzt habe ich es vergessen. Yep, ich bin manchmal sehr vergesslich. Und Relikant. Relikant hat keine Entwicklungsstufe, ist ein Gesteinwasser-Pokémon. Da sage ich nur Relikant zuerst, Wailord zuletzt. Wer das irgendwoher kennt, der kann es ja mal ins Kommentar schreiben. So. Ich will eine Massaker-Attacke haben. Irgendeine Massaker-Attacke, ganz ehrlich, ich bräuchte mal eine. So. Aquaknarre. Finte. Relikant überlebt das, das war klar. Und tschüss, Vipitas. Na, kommst du doch nicht mehr so groß vor, würde ich mal sagen. Au. Der Kampf ist doch härter, als ich dachte. Vor allem, weil ich noch nicht gut verfügbare Attacken habe. Und das war's, du Aufball, du. Ich will nur wissen, wo das Geheimversteck von Team Kralle ist.
Ich glaube schon, dem komme ich, darf an dem vorbeigehen. Aber den zwei komme ich nicht vorbei. Na gut. Müssen wir halt uns anderweitig hier beschäftigen. Oh, eine Nachricht. Oh, jetzt brauche ich auch noch meine Hilfe. Ei, 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 wer braucht nicht meine Hilfe? Aber bevor ich das mache, Lay erlösen gehe ich im nächsten Part. Ich würde eigentlich nur hier hin, weil ich noch schnell eine Heilung möchte. Wenn sonst kein anderer Ort eingefallen ist, wo ich mich sofort am Start heilen kann. Blub, blub, blub. Ja. Dün, 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 dün. Wie sieht es eigentlich mit meinem Team aus? Wer kann erlöst werden? Ich glaube nur Vulpix. Oder? Okay. Bin gerade überlegen. Ach, ich erlöse jetzt einfach. Fertig aus. Okay, Vulpix. Du wirst jetzt erlöst. Ja. Ich brauche aber noch ein Pokémon, was da drum steht. Jetzt macht's mal. Unser Lumina. Jetzt brauche ich einen schönen Namen für einen Vulpix. Da fällt mir noch Glatteiner ein. Er wurde erst etwas später gepostet, aber er wurde gepostet. Und das passt zu Vulpix. Also ich habe... Das lernt Hitzewelle! Eine Massaker-Attacke, die auf zwei Gegner geht. Was ich suche. Ich werd gerade ganz schön dazu verleitet, dass ich das, ja. Trainiere. Oh, es ist männlich. Da muss ich doch meine Wahl nochmal überlegen. So, männlich, männlich, männlich. Da haben wir doch auch was. Tut mir leid, dann fällt der Name Vulvagia wohl doch aus. Moment noch. Ich habe total vergessen, dass du männlich bist. Raiden. Streichen wir den Namen jetzt mal ab. Zack. Wurde auf den PC übertragen. Und das nächste erlösen, bitte. Bearbeiten. Und komm her, Voltoball. So, jetzt erlösen wir Voltoball. Zack. Ein geschlechtloses Pokémon. Was gebe ich für einen Namen für ein geschlechtsloses Pokémon? Ihr habt keine geschlechtslosen Namen. Na, egal. Ah, ich hab was. Auch wenn es nicht so ganz passt, aber... Es passt. So ein bisschen. Zack. Nein. Ja. So. Zipper. Okay, dann sortieren wir jetzt noch die Box und heilen unser Pokémon schnell. Zack, ding, 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 ding. Und dann gucken wir mal nach, was da in der Stadt noch so anfällt. Lagersystem. Schnäppke, du kannst ruhig drin bleiben. Du kriegst eh bald deine Lösung. So, Natu nehmen wir mal mit. Und wir nehmen... Leimer mal mit. Gehen wir noch auf die Crypto Base.
Holen unser Killia. So. Vulpix. Jetzt muss ich gucken, wo kann ich Vulpix reinsetzen. Das würde nichts bringen. So könnte ich den vollen Kreis erzeugen. Machen wir das eben so. Okay. Und Voltoball. Ich weiß, was ich dich nehme. Du kommst in eine leere Box. Die Box werde ich jetzt einfach lösen, wenn ich die mitgenommenen Pokémon dann habe, wegen Erlösung und so. Ich laufe ja rum und wir lösen, muss ja auch irgendwie erlösen. Da kriegen sie einfach die Box mit Voltoball. Muss nicht immer einen von meinem Team rein und raus tun. So. Wo war das? Pirito ist schon wieder. Na, mal gucken, was hier jetzt los ist. Okay. Tausch. So. Auf geht's. Lalala, warum haben die eigentlich immer so viele Probleme? Den Kreis ignorieren wir mal wieder komplett. Oder habe ich mich in der Mail verlesen und habe die falsche Stadt? Ich guck lieber nochmal nach, bevor ich jetzt hier wieder tausend Dinger gehe. Ja doch, Vorbitz. Ich frage mich, was die für ein Problem haben. Und warum das Problem nicht bis zum nächsten Tag warten kann. Hey, geh auf. So. Achso, hier ist auch ein. Ach, egal. Egal. Haben wir halt die Kryptos mitgemacht. Blub, blub. So, was ist das Problem hier? Ja. Ich würde gerne wissen, wo das Versteck ist. Ja klar, kleine, mach ich. Ja, und Schnäppke ist erlösbar. Das ist schön. Wo müssten wir jetzt hin, oder wo könnten wir hin? Weil lautet irgendwas mit einem Interview, aber... Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. Ich gehe mal hier hin. Rede mal mit dir. Lalalala. Gibt's wieder Nachrichten? Sitzt die ganze Zeit da rum. Naja, egal. Plup, 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 plup. So, vielleicht weiß er ja was. Ja, können wir machen. Die Wüstenbar. Wer sich daran erinnert, in Pokémon Colosseum war die Wüstenbar der allererste Startpunkt.
wo man sich bewegen kann. Und jetzt können wir da auch mal hingehen. Ist auch was. Gucken wir mal, was bei der Wüstenbau auf uns wartet. Dun, 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 dun. Stimmt, stimmt, stimmt. Das wollte ich eigentlich nur nachgucken. In diesem Haus hier war doch hinter dem Regal ja mal ein Tor. Stimmt. Da war ja das allererste Mal mit diesen Aktivitäten und so weiter. Hi. Gibt's nicht mehr. Schade. Naja, gehen wir zur Wüstenbar. Wüstenbar, ich komme. Brumm, 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 brumm. Nein. Der Queen Radar. Ach, die zwei. Die sind doch echt. Kann man in der Pfeife rauchen? Hüstel, Hüstel. Oh, Boss. Willst du nochmal einen Kampf haben oder was? Musik bitte. Juhu. Als Kampf, bevor der Part zu Ende ist, ist das doch mal was Schönes. Okay, dann machen wir jetzt erstmal den Queen fertig. Die Melodie, ich mag die. Achso, Umbrero, beide Wasser. Pflanze und ja, Weiterentwicklung Kapaloris, Vorentwicklung Bluturzel. Batsch. Die Queen. In der Wüste lässt du es regnen. Warum nicht? So, Lumina. Du boxst jetzt mal das eine Lombrero um. Lumia schneller jetzt Hundemon. Es geht ab. Hab ich was verpasst? Ach, egal. Wird seine Gründe haben. Ich guck gleich einfach nach. Fertig aus. Und tschüss. Lombrero. Dass er noch, dass er keinen Kapaloris hat, das finde ich irgendwie doof. In Pokémon Kolosseum kennt man den nur mit Kapaloris. Und uns entgeht noch ein Krypto. Weil wir keine Krallmaschine haben. Aber erstmal will ich jetzt nachgucken. Ist wirklich die Initiative von Rodusta so weit runtergegangen? Warum waren wir dann schneller? Wegen dem kopierten Effekt? Was ist mit Hundemann los? Oder ist es wegen dem kopierten Effekt Wassertempo oder so? Kann das sein? Ja, ich glaube, weil wir den Wassertempo-Effekt ja kopiert haben. Das geht. Oh, das könnte jetzt schmerzhaft werden. Nö, auch nicht. Kryptowelle. Woher kriegt er eigentlich immer diese Kryptos her? Weil Dick arbeitet ja nicht mit den anderen zusammen.
Hat ja, glaub, Dequeen hat ja damals nur mit Team Kralle zusammengearbeitet, irgendwie. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, ich kann mich auch wissen. Und mit Team Krypto hat das ja überhaupt nichts zu tun. Und der schwarze Handschuh, den, das ist, was, das finde ich stylisch. Und da ist es Cavalorus. Das Wasserpflanzen-Pokémon. Was es im Pokémon XD viermal hat. Viermal? Oder müsste er viermal gehabt haben? So. Hat eigentlich Kilian Level Up gekriegt? Nö. Das kriegt's aber nach dem Cavalorus. Psychokinese. Was? Oh, hat's überlebt sogar. Aquaklare. Autsch. Okay, der haut das nicht so leicht aus den Latschen. Vor allem wegen dem Gedankengut. Gute Nacht. Level up. Das müsste sich eigentlich entwickeln. Wenn ich mich nicht alles täuscht. Den Endmove finde ich auch stylisch von dem. Nur die Frisur nicht. Okay, Freunde. Nach der Entwicklung gibt es einen Cut. Und würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part mit Gerdebur. Also bis dahin. See ya.